Sie feiern Gewaltorgien und sie schlagen als Erster zu. Sie sind motiviert, gewaltbereit zu sein. Niemand hat das Recht, anderen Mitmenschen Schaden zuzufügen oder einer Person Leid zuzufügen. Aber diese Personen sind schlecht und sie bereiten anderen Leid zu und sie schaden anderen Personen. Wir müssen ihren Blutrausch beenden. Sie haben Messer oder Schusswaffen oder anderes und man muss davon ausgehen, dass sie diese Waffen auch irgendwann mal benutzen und dann diese Waffen gegen andere Personen einsetzen. Aus ihren Interessen heraus meistens. Ich liebe weiche, sensible, herzliche, ehrliche Menschen. Sie dürfen auch niedlich sein und sie dürfen auch lustig sein. Ich liebe ungebrochene Personen, aber sie müssen auch gut und anständig sein. Doch es gibt Menschen, die lieben das Harte und Derbe und Grobe an anderen Personen. Sie lieben das Starke und das Verschlagene an anderen Personen. Das Verwegene und das Unberechenbare und Herrische lieben sie auch an anderen Personen. Doch ich liebe das nicht. In welcher Position und in welcher Realitätsblase du gerade bist, das bestimmt deine Meinung über die Welt ungemein. Deine Erziehung und deine gesellschaftliche Sozialisierung bestimmt auch deine Position, die du im Leben einnimmst. Die allgemeine Bildung ist außerdem noch wichtig, welche Meinung und welche Position du hast. Wenn Personen keine Gewaltbereitschaft zeigen, oder sogar oder sagen, die wollen keine Gewalt anwenden, dann werden sie oft verhöhnt und trotzdem Opfer von Gewalt. Die psychische Gewalt und Mobbing, die Menschen einer Person antun, ist traumatisierend und schäbig. Ich verurteile Gewalt, körperliche Gewalt wie auch psychische Gewalt. Gewalt sollte nicht stattfinden. Warum manche Menschen zu Psychopathen oder Soziokranken in krimineller, verbrecherischer und Gewalthinsicht werden, das ist wichtig zu wissen, damit es nicht davon so viele gibt. Wir müssen die Gewalt bekämpfen. Doch mir erzählen einige Personen, dass sie gerne Gewalt anwenden, um an ihr Ziel zu kommen oder sie sich befriedigen wollen mit Gewalt an anderen Mitmenschen. Das finde ich gruselig und lässt mich verzweifeln. Welche Motivation oder Absicht hinter der Gewalt steckt, das zeigt uns, welche Person wir vor uns haben.